Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es mit dem schönen Spiel Age of Wonders 4 von Triumph Studios. Und wie beim letzten Mal angedroht und auch angekündigt, mache ich meine Androhung eben wahr. Und zwar spielen wir weiter die Kampagne von Age of Wonders 4. Und deshalb nehme ich euch, wie immer, schön von vorne bis hinten mit. Destination. That's what she said, ja. Egal. Also, verzaubertes Archipel und es steht drin, werde zum Botschafter des Bündnisses und begib dich zum verzauberten Archipel in was? Tidolon. Kommt bestimmt nicht von Tide oder sowas. Wo einst ein verbannter Zaubererkönig die Strömung der Schöpfung für seine Zwecke missbraucht, bring die Absichten der Shaddrei-Allianz in Erfahrung und befreie das Reich und befreie das Reich der Sirenengöttin. Ah ja, nicht von der Sirenengöttin, sondern insgesamt. Okay, wir haben Inseln, wir haben einen kleinen Untergrund, wir haben eine Wildnis und eine geringe Bevölkerung. Wollen wir mal schauen, ob das tatsächlich so stimmt. Ne? Ja, Story Reich 2, mal gucken. Ja, das will ich so auswählen. Ich habe es selbst noch nicht gemacht, ich muss es, ne? Ich muss es einfach durchtesten. So, wir gehen auf die Schwierigkeitsstufe normal. Your journey starts So. here. Und dann würde ich gerne eine Fraktion erschaffen. What is your people's form? Und ich habe ja wirklich mannigfaltige Möglichkeiten. Und wir werden Halblinge spielen, meine Damen, meine Herren. Halblinge sollen es niemals mal sein. Was haben die denn? Schnelle Reflexe, nützlich bei der Annäherung an feindliche Fernkampfeinheiten, um 30% schwieriger durch Fernangriffe zu treffen. Okay. Und sie sind flüchtig, gewährt plus Schnecks Verteidigung und Widerstand gegen Gegenstände und Ge Gelegenheitsangriffe. Okay. Alles klar. Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwas davon vielleicht verändern. Bin mir noch nicht so sicher. Nein, das lassen wir alles so, wie es ist. Das ist schon mal okay. Und was kann ich bei Geist machen? Ja, danke fürs Mouseover. Grimmig, hartnäckig, hinterlistig, kaltblütig, schnelle Initiative, Verteidigungstaktik, Überwältigungstaktik, arktische Anpassung, Untergrundanpassung, Wasseranpassung, Wüstenanpassung. Machen wir gar nichts. Wir lassen sie so, wie sie sind. Gott. What is their origin culture? Uff. Was ist jetzt ihre. Ja, Kultur, ne, ist immer ganz schwierig, was man da jetzt, sage ich mal, optimal wählen will. Die Hochkultur wird mich natürlich extrem fuchsen, aber in dem Fall werde ich es nicht machen. In dem Fall werde ich es nicht machen. Mythisch ist auch ausgeschlossen, weil wir ja auch schon entsprechend mythische das Volk gespielt haben. Das Dunkelvolk schließe ich auch aus. Wir ruckeln wieder ein bisschen, ja. Fleißig könnte man überlegen, bei den Halblingen zu machen. So, und dann bleibt eigentlich nur noch das Motto feudal oder das Motto barbar. So, aber Barbaren sind es auch nicht. Es sind feudale Halblinge, die einmal Ordnungsaffinität haben, sowie als auch Naturaffinität. Okay, dann nehmen wir das mal auswählen. So. What defines their society? Zwei Eigenschaftspunkten sollen wir jetzt nochmal wählen. Oh Gott, und wenn ich jetzt wüsste, was ich da nehmen soll, das ist sehr, sehr schwierig. Wir nehmen erfahrene Seeleute vielleicht. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Das sind erfahrene Seeleute. Fischereien liefern plus 2 Gold, plus 2 Nahrung und 2 Einberufung. Die Rekrutierung und Versorgung von Marineeinheiten kosten 25% weniger Ressourcen und Marineeinheiten haben den Rang 2 plus. Unser Startbonus ist die einfache Seefahrt schon zu besitzen. Also hier auf jeden Fall diese Seefahrersachen. So. Ja, und dann können wir uns mal hier oben überlegen, ob wir hier irgendwas machen. Ja, das ist nicht schlecht, wenn wir Imperialisten wären. Oh, das ist aber auch interessant hier mit den Stangen- und Schildeinheiten, die einen Rang da zusätzlich bekommen. Okay. Und Verehrer des Guten. Oh, das finde ich noch besser. Wir machen die Verehrer des Guten, so ist es. Wir sind erfahrene Seeleute und die Verehrer des Guten. Ach, traumhaft. Das heißt also einmal Ordnung und noch einmal Naturaffinität wählen wir aus. So. Das erste Buch. Ja, das Buch des Glaubens wird direkt vorgeschlagen, will ich aber nicht machen. Ich will uns noch was anderes jetzt holen. Und zwar sind wir in einem Archipel unterwegs. Und ich überlege jetzt natürlich, irgendwas Wasser-Seefahrer-Technisches zu machen. So, das hier wäre ein bisschen auf Blitz, ne?
Das wäre nicht schlecht, das Buch der Abwehr. Buch der Raufbeschwörung. Weiß ich nicht. Pyromantie. Auf keinen Fall. Horde. Passt nicht. Buch der Verzauberung. Nein. Gestein? Nee. Tiere hatten wir erst. Buch der Wurzeln hatten wir erst. Und schon wird es ein bisschen eng hier. Dann ist es wahrscheinlich das Buch der... Tja. Abwehr, vermute ich stark. Phantomkrieger haben ein Schild. Das ist nicht schlecht. Stäbe der Abwehr. Genau. Okay. Ja, statischer Schild ist super mächtig, der ist super witzig. Das haben wir ja einmal gegen die Irrlichter erlebt. Und der magische Schutz. Wir wählen am Anfang das Buch der Abwehr auf und bekommen so noch ein Astral-Affinität plus 2 dazu. Das heißt plus 2, plus 2, plus 2 diesmal. Okay. So, wir könnten jetzt einen Champion oder einen Zaubererkönig holen. Ne? Das ist jetzt ja, mehr Mana, mehr Weltkarten, Zauberpunkte. Zaubererkönige besitzen im Kampf Fertigkeit Überkanal. Oder wir nehmen nochmal einen Champion. Champion hatte ich beim letzten Mal, deswegen wird es jetzt wohl ein Zaubererkönig werden. Reveal yourself. Jawollo. Gut, ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier einen sehr, sehr dunklen Gewand und auch hier diesen Ritterhelm, den ich mir freigeschaltet habe. Das passt aber nicht zu dem, was ich so ein bisschen vorhabe. Okay, wir brauchen jetzt erstmal ein Wappen. So, ja, wir haben Farben möglich. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn als Seefahrervolk? Nehmen wir hellblau. Wir nehmen hellblau. Und was nehmen wir als Wappen? Tierfarbe? Schwarz. Was nehmen wir? Irgendwas, was fürs Wasser steht, ne? Die Krabbe wäre zum Beispiel ganz cool. Da muss man sich erstmal durchgucken, ne? Nachher ist man hinterher unzufrieden, Leute. Da müsst ihr jetzt mal kurz mich nochmal ertragen wieder in meiner langen Überlegung, was ich denn da nehmen könnte, sollte, werde, muss. Wir nehmen einfach die Krabbe. Das gefällt mir jetzt einfach. Das will ich so haben. So, körperliche Gestalt lassen wir, Körpertyp lassen wir. Körperbau auch okay, Armlänge lassen wir, Beinlänge lassen wir, Hautfarben, ja, kann ich jetzt halt schlecht erkennen, ne? Aber ich glaube, wir müssten mal irgendwas mit dem Kopf machen, das gefällt mir nicht, ne? Das ist nur der Kopf, sonst sehe ich ja die Jungs gar nicht. Ja, da haben wir den Helm. Ja, danke, jetzt erkenne ich da mal ein bisschen was. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles finden. Sucht er schon was ganz... Autsch, schon mal was ganz Spezielles. Aha. Viel Verrücktes sehe ich hier. Oder gar keinen Helm, hä? Nee, aber irgendwas will ich schon haben. Ja, die kleine Krone hier, die Zackenkrone, die gefällt mir ganz gut. Die bleibt jetzt hier einfach. So, der Umhang, der soll ja natürlich nicht so übel aussehen. Der Typ, aha, ein Löwengewand, das wollen wir nicht haben. Was haben wir hier Schönes? Oh, das sieht mir ein bisschen zu. Ah, das sieht auch toll aus hier. Das Blaue, da gefällt mir ganz gut. Ja, das bekommst du jetzt. Helm mal gesagt. Boah, Rüstungsfarbe von unseren Dudes. Halblinge. Ja, nimm mal so ein bisschen den Grün. So, Haarfarbe oben von meinem Halbling. Naja, so rot will ich ihn nicht haben. So finde ich das fast gut. Ein bisschen dunkler hätten wir es dann schon gerne. So machen wir das. Okay, alles klar. Hat ja nur Stunden gedauert, bis ich das jetzt alleine schon hatte. So. Okay, Godia mit Schwert und Schild sehe ich hier. Gudir mit Geiststab wähle ich mal aus, ja. Hellerer Hauttyp. Hautschmuck brauche eigentlich keinen. Die Pose. Haben wir irgendwas Fröhliches oder so? Ja, das dann nehmen wir jetzt einfach mal. Ist zwar jetzt nicht fröhlich, aber man zumindest diesen Stab, weil er ist ja ein Zauberer. Okay, Volk.
Körperbau lassen wir. Ihr seht ja, jetzt unsere lieben Halblinge. Armlänge, Beinlänge. Machen wir. Alles ist okay, soweit. Armee-Rüstungsfarbe sollte die gleiche sein wie die vom Anführer. Armee-Haarfarbe. Aha, was ich da alles einstellen kann. Völlig verrückt. Armee-Reittier. Wir haben jetzt hier Ponys. Was gibt's denn noch so? Richtige Pferde. Waage. Und Wölfe. Schweinchen. Och nö, dann nehmen wir natürlich die Ponys. So, so will ich das haben. Wunderbar. Your journey so. Begins. Und das ist jetzt... Das ist jetzt Captain... Sharky. Wie könnte man den nennen? So. Admiral Captain Sharky wäre zu viel, ne? Und der Volksname ist... So. Fröhliche Inselhüpfer. Das wird schon schief gehen, Leute. Hat ja nur ewig gedauert. Ja. Ja. Admiral Captain Sharky, fröhliche Inselhüpfer. Vorwärts. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's nicht. The Astral Sea connects all. It is merely a way to travel between worlds. Yet some call the Astral Sea itself their home. Of the many beings who reside within, the curious Mer are the most gentle. They swim through the magical currents with ease and use their voices to guide lost souls to safety. This is the story of one such Mer called Elia, whose curiosity led her to misery. Also ich hoffe, dass es okay ist. Ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann, sonst würde ich euch das in einem schnelleren Tempo vorlesen. This young Mer was intrigued by the worlds that connect to the Astral Sea. She was specifically attracted to a realm called the Enchanted Archipelago, for its tides resembled her natural habitat, yet felt so different. But it did not take long before Elia's visit turned into a nightmare, when she was captured by a capricious godier called Nimue, who sought to study her for her beauty and power. Uh-huh. The self-proclaimed goddess, Nimue, used Elia in her efforts to create her ultimate race of followers. But her results never lived up to her ever-shifting demands. Elia was forced to watch Nimue drown her own creations over and over again, only to begin anew once more. The horrified Elia, shackled and sequestered, could only sing a desperate song carried by the currents over the Astral Sea. Na, das klingt ja mal interessant, ne? Elia's song reached Magehaven, where the Covenant, a virtuous alliance of Godir, heard her plea. The Covenant sought to uphold the ancient agreements of peace and stability, and were thus concerned by the song about Nimue. Had the Siren Goddess gone mad with power? Or was another force at play? One zealous Godir of the Covenant volunteered to investigate the enchanted archipelago and liberate it from Nimue's drowning embrace. Na dann, wollen wir endlich mal. So, Hammers. So, Captain Sharky. Ja, da ist er mit dem Buch der Abwehr, was er ist, Halbling, feudal, schnelle Reflexe, flüchtig, erfahrene Seeleute und die Verehrer des Guten. Mit dem starten wir rein. Zweimal Ordnungsaffinität, zweimal Astral und zweimal Natur. Ich habe euch also nicht angelogen. Ganz wichtig jetzt am Anfang, bevor wir loslegen, ja. Die Frage kam immer wieder auf. Die Karten sind randomisiert. Das heißt,
Die Sachen, die da eingestellt werden, auch wenn ihr mal eine Karte erstellt habt, die werden ja nie immer gleich sein. Ich weiß nicht, ob es feste Karten auch irgendwie geben kann und man, ja, möglich ist alles. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber was hier anbelangt, es ist immer anders. Wenn ihr da zum Beispiel Vergleiche haben wollt, wie das woanders aussieht, und das tue ich mir jetzt einmal erlauben in diesem Let's Play, ist zum Beispiel, schaut mal bei Mörp vorbei. Ja, Mörp hat eine hat beide Kampagnen auch präsentiert. Klar, natürlich muss er, selbstverständlich, und da habt ihr mal einen guten Vergleich, wie jetzt es bei mir gelaufen ist und bei ihm. Also ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, die das Spiel noch nicht haben, einfach auch einen Vergleich euch zu holen, dass es halt auch wirklich nicht immer ein und dasselbe ist. Es hat also einen hohen Wiederspielwert, meiner Meinung nach. So, wir dürfen die Startmagie aussuchen. Mit einer Runde unverbindbar, negative Statuseffekte werden entfernt, okay. Kann nur einmal pro Kampf auf eine Einheit angewendet werden, okay. Das ist für eine Runde unverwundbar, okay. Verbündete Einheit in einem Umkreis von einem Feld erhalten 5 Moral und sie werden gestärkt. 10% Schaden bis zu 5-mal stapelbar. Wow, schwierig. Ich nehme mal das Mal der Unverwundbarkeit. Kann ich dadurch irgendwie nicht mehr angreifen? Nein, das kann ich nicht, daher ist das sehr mächtig. Ja, habe ich beides. Guten Morgen. Der verzauberte Archipel. Ist es nicht das verzauberte Archipel? Ist egal. Also, 0 von 1, Elias Gefängnis erkundet, optional. Das werden wir natürlich machen. Und Sieg erreicht, okay. Du triffst am äußersten Rand des verzauberten Archipels ein. Eine schwermütige Stimme begrüßt dich, die Stimme, die dich in dieses Reich gezogen hat. Die Stimme singt von Liebe, die zu Besessenheit wurde, von einer zornigen Göttin und einem verzauberten Volk. Von einem See, einem Urquell, der zu einem Gefängnis wurde. Sie singt verzweifelt von der Ankunft eines Erlösers in diesem Reich. Plötzlich wird die Stimme von einem gackernden Gelächter übertönt, bevor sie schließlich verstummt und nichts bleibt als der Klang des Windes und der Wellen. Die Kreatur fleht dich an, sie und das Volk dieses Reiches vom Zorn der Sirenengöttin zu befreien. Sehr schön, ein Herrscher, den wir noch nicht kennengelernt haben. So, Schnittfurt. Wie ich die Stadt benenne, ja, das ist eine gute Frage, aber eigentlich auch einfach zu beantworten. Und zwar ist das... Tortuga-Stadt! Ja, wow. Wer's Besseres ist ihm nicht eingefallen, ne? Ja, natürlich nicht. So, wir haben hier wieder einen Erkunder. Und... ich werde ihn jetzt mal nicht automatisch schicken. Wir sehen hier mal zum Beispiel einen großen Berg. Wir sind ziemlich weit im Norden der Karte gelandet. Okay, das ist auch sehr gut zu wissen. Und ich würde mal sagen, da wir es mit einem Archipel zu tun haben, müssen wir davon ausgehen, dass wir rundherum Küste haben. Also, let's have a look, ob ich da daneben liege oder nicht. Hier liegt was rum, das sammeln wir ein. Das ist nämlich 42 Wissen, das kann man gebrauchen. Ich hätte vielleicht erst die Arkane-Forschung auswählen sollen. So. Ich nehme den statischen Schild, weil ich ihn extrem witzig finde. Aber es sollte trotzdem die Forschung mit einfließen und nicht ganz verloren sein. So, Edendarm, sehe ich hier, ist eine... aha. Eine angebotene Siedlung für uns. Wir haben hier unten direkt ein Banditenlager. Das sehen wir auch. Also Unholde, besser gesagt. Was haben wir denn Schönes für Einheiten? Wollen wir erstmal hier reinschauen. Okay. Wir haben einen Bannerträger. Das ist eine Unterstützungseinheit. Okay. Wir haben, wow, Pikeniere der Halblinge. Also Bauern mit Stangenwaffen. Okay. Und was haben wir hier noch Schönes? Oh, sehr schön. Bogenschützin. Sehr, sehr hübsch. Wunderbar gestaltet. Gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch, ihr findet es gut, dass ich die Halblinge spiele. So, warum Captain Sharky? Ist natürlich eine Kinder-CD, sehr süß gemacht für Kleinkinder. An der Stelle, Achtung, ich finde es halt gut. Kann man einfach mal so sagen. Soll keine Werbung sein, aber Achtung, Werbung. Deswegen Captain Sharky. Okay, passt einfach zum Wasserthema. So, was haben wir hier für Gegner? Eine Seuchenschlange, das gefällt mir gar nicht. Und ein junger Ätzwurm. Bäh. Weg damit. Die sitzen auf Mana. Ich überlege natürlich, welche Route ich zuerst nehme. Und klar, gehen wir jetzt erstmal hierher. Und das machen wir natürlich manuell. Klar.
So müssen wir reinsteigen. Wird viel manuell machen, Passungen kommen natürlich automatisch später. Ne? Ich weiß nicht viel über dieses Szenario. Ne? Also ich weiß ein bisschen was, aber ne, ich will mir auch nicht alles verhageln. Deswegen habe ich mich da sehr zurückgehalten. Wir können diesmal nicht von der ersten Runde an aus loslegen. Wichtig ist, wie weit kommen unsere Bannerträger eigentlich. Die Bannerträger, die schaffen es hierher. Wir sind aber vorsichtig. Da ist der Baum und der würde uns etwas Deckung bieten. Wir gehen mal nur mit hierher. So, er ist ein Zauberer. Er darf diesmal nicht in die erste Reihe, wie ich das sonst immer gemacht habe. Er stellt sich weiter hinten hin. Unsere Fernkämpfer. Ich finde Halblinge übrigens cool. Nur so zur Information. Halblinge hat zum Beispiel auch sehr gerne meine bessere Hälfte, die Monali, gespielt. Einfach für euch zur Info. Mit Elfen und den damaligen Goblins. So. Das passt mir. Runde Ende. Ja. Und die Unterstützungseinheit macht jetzt diesen Bonus von ganz alleine, wie ihr sehen könnt. Ne? Wollte ich euch einfach mal hier jetzt nochmal gezeigt haben. Jetzt ist es ja noch ein bisschen übersichtlicher. So. Wir könnten jetzt schon in die Angriffe übergehen und eine Einheit unzerstörbar machen und die Initiative sozusagen ergreifen. Die Frage ist, welche wird es sein? Wir nehmen natürlich die Einheit, die jetzt gleich angreift. Linksklick, rechtsklick. Unverwundbar für eine Runde. Und wir stellen dich frontal gegen dieses große Monster. Und stechen einmal mit ganz mega viel Schaden zu. Der Bonus von Zusammenstehen hat gerade getriggert, den diese Einheiten besitzen, die Pikeniere. So. Wir müssen jetzt aufpassen. Noch ein Schuss frei. Der Schaden bis hierhin recht überschaubar. Wow. Was für ein Gekrummel von dem Viech. Vorwärtsunterstützungseinheit. Schieß. Unser Held, der kann nämlich auch nochmal fröhlich schießen. Schaden leider extrem verteilt in dieser Runde. 12 Schaden, 12 Schaden, bei beiden ähnlich. Wir könnten schon unsere erste Einheit jetzt verlieren. Okay, der ist aber zumindest geblendet. Blenden macht. Ja. Verfehlen eher. Okay, Erstschlag, weil Stangenwaffe. Streichen. Dass ich ein bisschen. Naja, nee, war kein Streichangriff, hat voll getroffen. Die Würmer gehen rum auf die Unterstützungseinheit und hauen ganz schön Schaden rein. War auch ein Flankenangriff. Und die Bogenschützen beginnen den Kampf hier. Schießen dreimal. Das war ein recht guter Treffer. Ich werde versuchen, falls alles schief geht, nochmal die große Schlange wegzubekommen. Ja, das hat ordentlich gezimmert. Und da ist der Sieg. Mehr schlecht als recht, aber gewonnen ist gewonnen. Immerhin. Ja, Captain Sharky fand das ein bisschen semi. Wir müssen uns eine Runde ausruhen. So. So.
Tortuga braucht die erste Produktion. Okay, was machen wir am Anfang? Klerus-Gemeingut. Ich finde es so toll, was es hier alles Cooles gibt. Wir machen aber erstmal ein Lagerhaus, weil wir natürlich wachsen wollen, auch wenn es 7 Runden dauert. Und unsere nächste Einheit wird sein... Bogenschießen macht bei denen 6 Schaden nur bei den Speeren, okay. 11 Nahkampfangriff haben die haben 10. Dann hätte ich gerne bitte eine Bogenschützin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall einen Bogenschützen. Gut. Speer wird deshalb von mir gesteuert, weil ich einfach auf Nummer sicher gehen will, hier gut zu erkunden. Und da sehen wir den ersten Stadtstaat. Ruf des Bündnisses, vermute ich, könnte auch ein richtiger Spieler sein. Die Stimme eines unbekannten Gudi erreicht dich von außerhalb des Astralsmeers. Admiral Captain Sharky, die Gudi des Bündnisses hoffen, ihr seid wohlbehalten angekommen. Mein Name ist Shira Schneeblut. Ich war einer der Godier, die den Gesang des Wesens namens Elia vernommen haben. Ich bin froh, dass sie bereit seid, Nachforschungen anzustellen. Das Bündnis muss auf jeden Hilferuf reagieren. Doch vorab müssen wir die Anschuldigungen gegen Nimue überprüfen. Das Bündnis ersucht dich, die Stadt Edendamm aufzusuchen, die in der Nähe sein sollte. Ihr Volk könnte für deine Untersuchung von Nutzen sein. Okay, nun gut. Ich werde tun, was das Bündnis vorschlägt. So ist es. So. Weitere Befehle sind erforderlich. Wir könnten sehr früh eine Stadt hier schon gründen. Wir gehen mal in die Richtung, damit wir das auch schnell für uns claimen, weil wir brauchen einen Anführer und schnell Gebiete. Wir müssen in dem Spiel nämlich höllisch aufpassen, was wir so tun, ja? Und dass wir uns auch schnell ausbreiten, weil die KI ist eiskalt. Du näherst dich einem Ort, an dem einst eine stolze Stadt stand. Heute ist davon jedoch nichts als ein brackiger Sumpf übrig geblieben. Steinerne Ruinen tragen aus dem Wasser, die unaufhörlich auf sie einpeitschenden Elemente beschleunigen ihren Verfall. Deine Armee wartet durch die einst belebten Straßen und findet kein Zeichen von Leben. Aufgeblähte Leichen füllen die Straßen und die verrotteten Märkte. Es scheint, dass sie nicht einmal Zeit hatten, vor der Flut zu fliehen, die ihnen das Leben nahm. Die ganze Stadt, ein ganzes Volk wurde hier ertränkt. Deine Armee steht schweigend im Regen und fragt sich, was sie als nächstes tun soll. So. Ich würde sagen, wir nehmen das Wissen, weil wir es brauchen. Dadurch wird der statische Schild um eine Runde verkürzt. Nachdem du von der ertränkten Stadt berichtet hast, die du entdeckt hast, schickt das Bündnis eine Antwort. Wir sind zutiefst betrübt über das Schicksal der Stadt, die ihr aufsuchen solltet. Es erscheint, als ob Elia die Wahrheit gesprochen und die Wasserzauberin Nimue diese Menschen ertränkt hat. Das ist schlimmer, als wir dachten. Wir bitten euch, Nimue, nur mit äußerster Vorsicht zu begegnen. Das Schicksal dieses Reiches liegt in eurer Hand. Daher hat das Bündnis beschlossen, euch sein Wissen zu leihen. Fragt Admiral Captain Sharky und ihr sollt Antworten empfangen, noch mehr Wissen bekommen. Und es springt, ja toll, das tut es direkt abschließen. Das Projekt ist ja auch ein bisschen witzig. So. Wir sind schon Seefahrtexperten, deswegen brauche ich diesen Skill nicht. Meine fröhlichen Inselhüpfer und ich benötigen keine Hilfe von einem weiteren Godier. Captain Sharky hält 77 Imperium. Ja, weil ich schon diese Fähigkeit habe. Daher brauche ich die nicht. So, okay. Könntest du deinen Bewegungsbefehl jetzt beenden? Das ist super. So, dann haben wir unseren Speer noch. Was haben wir da oben? Ein Ruhepol. Pool. Wissen. Okay. Dann weiter. Mana. Okay. Ja, das ist aber immerhin eine Stadt halbwegs an der Küste. So schlecht wäre die gar nicht, auch wenn sie sehr nah an Tortuga-Stadt liegt. Das ist gar keine Frage. Ne? Okay, beenden wir diese Runde. Wir müssen hier unten auf die Unholde achten. Ich darf mir da nicht zu lange Zeit lassen. Ein neuer Tag bricht an. Und schon wieder eine Nachricht. Gestrandete Kreaturen. Eure Speerinnen melden interessante Entdeckungen hinter dem Horizont. Einer von ihnen kommt auf dich zu. Mein Admiral, wir haben Schiffe unbekannter Herkunft am westlichen Horizont und ausgetretene Untergrundpfade im Osten entdeckt. Es scheint, als hätten einige der von Nimue geschaffenen Kreaturen ihren Zorn überlebt. Vielleicht könnt ihr sie sogar überzeugen, euch
bei der Befreiung des Reiches zu unterstützen. Mit eurer Erlaubnis stechen wir in See, um diese Leute und ihre Herrscher zu finden. O Admiral. Ja, ich werde diese gestrandeten Kreaturen irgendwann mal finden, wahrscheinlich schon, ja. Also das ist schon weit weg, ne? Wir haben hier einen Quest und hier, ne? Also es ist schon ein ganzes Stück von dem Startpunkt von uns weg, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Schon im Augenwinkel gesehen, die Kiste. Aha. Da haben wir einen Troll. Wenn man sich trollen lassen. Ja, ich gehe weiter den Kartenrand erkunden. Ich bin fast gewillt, noch einen zweiten Speer zu haben. Wer weiß, wie das hier alles aussieht. Das ist so eine Art Weltenbaum, ein Leuchtturm oder ein Wachturm, habe ich schon gesehen. Okay, wir kommen hierher. Und dann wieder aufbauen für 100 Imperium. 4 Runden dauert das. Hammer, wird gemacht. Darfst du gleich weitergehen? Ja, du darfst gleich hoffentlich weitergehen, oder? Das wird jetzt gemacht, ja. Auch wenn ich weggehe, hoffe ich zumindest. Dann gehen wir mal ein Feld weg. Ja, wir hätten 4 Runden abgeschlossen. Okay. Dann hätte ich gesagt, bevor wir dieses Hinterland befreien, gucken wir erstmal, ob wir da oben irgendwelche Banditen befinden noch. Da ist das Monsterversteck. Okay, gut zu wissen. Das sollten wir frühestmöglich ausräuchern. Meiner Meinung nach. Okay. Dann erst der Speer. Das sollte einfach zu lösen sein. Und hier haben wir die Kratzerhöhle. Interessant. Mhm. Gilt als Steinbruch. Mhm. Eine uralte Höhle, die noch aus den Zeiten der Schöpfung dieser Welt stammt, als Drachen und Riesen. Ah ja, haben wir schon mal vorgelesen, alles klar. Wir haben den statischen Schild, neue Forschung. Rapsipups, dann machen wir auf jeden Fall Phantomkrieger beschwören. Jawohl, wir können, ja, wie soll ich sagen, Halblinggeist beschwören. Das hätte ich gerne, weil die werden wir brauchen, die Dudes. So, und wir nähern uns jetzt nochmal dem Monsterversteck hier. Und dieses werden wir jetzt gleich angreifen. Erste Folge, grundsätzlich eine kleine Überlänge, ne, bei mir. Danach versuche ich sie dann im halben Stunden-Range zu halten, ne? Ich habe versuchen gesagt. Ah, das ist eine niedrige Belaubung, ja, die können wir nehmen. Ich dachte schon, wir haben es mit einem Malus zu tun, das will ich aber nicht, ein Malus. Da habe ich keinen gesteigerten Wert, lege ich da drauf. So. Zack. Ja, schön zusammenstehen, sozusagen eine Phalanx bilden. Den Bonus wollen wir mitnehmen. Einheiten mit Erstschlag zu besitzen ist grundsätzlich nicht verkehrt. Der Trick ist immer bei euren Bogenschützen. Die müssen auch irgendwie die Gegner sehen. Passt da auf. Also es gibt auch, ihr werdet es sehen, ich versuche mal mich dran zu erinnern. Sachen, die eure Sichtlinie behindern und so weiter und so fort. Und das ist alles andere als toll. Ne? Also auch das müsst ihr bei der Positionierung bedenken. Logisch. So. Macht die Stärkung als Zauber. Ich werde einen Teufel tun, irgendwie vorzurücken oder so irgendwas. Die stehen außerhalb meiner Bewegungsreichweite von mir aus. Streiftreffer, das kann man akzeptieren. Mhm. Okay, dann wollen wir mal. Schöner Treffer hier. Sauber. Ja, das
Das war gemein mit der Flanke. Die kriegen jetzt ein bisschen Schaden, weil die stachelig sind, die Dudes. Kleinen Kratzer kann man aber immer verknusen. Ich könnte noch einen zusätzlichen Zauber dieser Runde wirken. Das werde ich aber vielleicht nicht brauchen, vielleicht auch schon. Wir nehmen mal den statischen Schild. Wir zaubern den jetzt da drauf. Ich muss auf die Mana ein bisschen achten. Ich glaube, einen zweiten Zauber will ich jetzt gar nicht machen. Jawohl. Da war die Moral sehr, sehr niedrig, denn da hatte jemand keine Lust. Machen wir das im Nahkampf? Ja, machen das im Nahkampf. Zack. Und tschüss. Mensch. Gemein von mir. Aber wir haben diese Bedrohung ausgeschaltet. Schließen. 80 Nahrung, 101 Produktion, 78 Mana und wir bekommen einen weißen Wolf als Reittier. Sehr hohe Geschwindigkeit, sehr cool. Frostwiderstand und er kann fügt feindlichen Einheiten in einem Umkreis von einem Feld Schaden zu und wendet einen Geschwächt auf sie an. Schwächendes Heulen, ja. Heldensicht öffnen. So, kann ich dich auswählen, Tier? Nein, ne? Kann ich das hier entfernen, den Stab? Dann habe ich ein Schwert und ein Schild, ne? Jawohl. Kann ich jetzt das Tier haben? Ja, ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Aber hey, wenn ich so einen coolen Wolf haben kann, dann nehme ich das auch. Ja, bitte. Von mir aus reitest du jetzt auf einen Wolf, aber hallo, das wollen wir natürlich haben. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Sollen wir hier noch eine weitere Stadt schon direkt machen oder ist es zu nah an dem Geschehen dran? Einen Außenposten könnten wir hier bauen. Wenn diese Stadt sich hierüber ausdehnt, dann hat aber die hier gar nichts mehr. Von daher nein. Lagerhaus wurde plötzlich fertiggestellt. Wie schön. Ja, als nächstes brauche ich meiner Meinung nach den Verkäufer, weil wir werden Gold brauchen und zwar nicht so knapp. Gut. So, und wir können unsere erste Provinz annektieren. Jetzt ist es natürlich schlau, Nahrung zu wählen, aber ich habe keine großartigen Boni auf Nahrung. Deswegen sind meine Leute vielleicht mal aus Versehen am Anfang ein bisschen aus auf Gold sammeln. Deswegen machen wir erstmal hier eine Mine. Ist das jetzt die klügste Idee? Ich würde sagen, nein. Und jetzt kommt das alte Gesetz. Wir werden noch einmal sagen, one more turn. Wie gesagt, die erste Folge Überlänge. So, der Speer hat seinen Part erfüllt. Ich gehe nicht mehr ganz runter an den Rand. Ich reite jetzt hier fröhlich, aber bestimmt zurück. Wir haben hier alles gemacht. In zwei Runden ist hier die nächste Stadt gegründet. Und dann greifen wir noch die Dudes hier an. Wir haben es hier mit einem braunen Oger und einem Inferno-Welpen zu tun. Also er hat seine Hundis dabei. Diesen Kampf machen wir noch. Sozusagen letzte Runde. Ich habe jetzt Rechtsklick gemacht. Oh, der hat erstmal gesoffen da oben. Das ist richtig so. Erstmal ein Schlückchen trinken. So, du kommst hier rein, da bist du verborgen. Und dann gleiches Spiel wie beim letzten Mal. Vorwärts. Vorwärts. Jetzt mal ein bisschen mehr Tempo wieder, ne, Leute? Also ich versuch's zumindest.
Und das passt jetzt erstmal so für mich. Ich bin weit genug weg, dass ich die jetzt nicht alle irgendwie rumdrehen muss noch. Okay, so, wir sollten irgendwie ranrücken. Mir gefällt meine Position aber sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie wir jetzt stehen, ist okay. Ich hätte gesagt, meine Bogenschützen kommen nochmal darüber. Jetzt ist es drehen wichtig, dass sie nicht versehentlich in irgendeine Flanke kommen. Ist ein bisschen fummelig immer noch, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ja, diese Einheit. Nein, diese Einheit will ich wählen. Bitte gib mir diese Einheit, Spiel. Danke. Okay. Jetzt hau ich zurück. Okay, wir sind dran. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Mana ausgeben möchte. 50%, 50%. Kriegst du irgendwo was Besseres erwirkt? Hier kriegst du 90% erwirkt. Okay. Hier einen 100%igen Treffer mit... Ja. Gut, dass du so ein großes Ziel bist. Ne? Wieder hier der Rechtsklick, meine Damen. Meine Herren. Und einer muss es natürlich schlucken, ne? Den Schaden. Ach komm, wir zaubern nochmal. Du wärst jetzt unverwundbar, mein Freund. Und haust dem da eine drauf. So ist brav. Moment mal. Ah, Vernichter der Riesen, weil wir mit Stangenwaffen unterwegs sind, macht das immer mehr Schaden. Oh, wie schön. Ja, große Freude. Ja, so lernt man dazu, ohne vorher alles durchzulesen, Leute. Ja, bin ich da tiefenentspannt. Sehr tiefenentspannt sogar. 100%iger Treffer von hier aus. Na dann, weg damit. So, du darfst da dazu. Ein bisschen Gegenschlag geht immer. Das ging. Die Welpen, das ist ja eher ein bisschen traurig, ne? So, wollen wir das hier machen? Oder greifen wir einfach an? Wir greifen einfach an. Jawohl, der Halbling auf diesem super, super coolen Wolf, Mann. Schön, dass wir die Reittiere bekommen können, ne? Schließen. Hammer. Da hat es richtig viel Geld gehagelt. Dann geht's da lang. So. Die Bogenschützin, die bleibt zunächst erstmal hier. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen in unserer wunderhübschen Stadt hier, Tortuga-Stadt, auch noch ein bisschen Verteidigung. Und sie kann eine weitere Provinz annektieren und jetzt kommen wir an der Nahrung nicht vorbei. Ich hätte gesagt, diese wunderschönen Nahrungsfelder, wo machen wir sie denn hin? Plus 7 durch die Fischerei. Das gibt nur plus 3. Ja. Dann kommt jetzt hier die Fischerei. Ist auch gut, wenn man Seefahrer ist, nicht wahr? Haben wir bei Imperium schon irgendwas freigeschaltet? Nein, das haben wir nämlich schon, die einfache Seefahrt. Und dann fehlt uns nur noch ein bisschen. Ein bisschen. So. Ein Level up. Es wird schwierig. Ich könnte einen Fürst der Ernte machen. Dadurch würde unsere Hauptstadt mehr Einnahmen durch Nahrung bekommen. Oder einen Fürst der... Mana mehr zu bekommen, wäre halt auch ziemlich nice. Das Level up. Was machen wir denn, Leute? Ich sag wieder nichts, ne? Wissen ist auch nicht schlecht. Aber wir sind Halblinge. Fürst der Ernte. Oder
Feste feiern, Party machen. Dafür sind doch die Halblinge echt gut und bekannt, ne? So, ich hoffe, es hat euch bis dahin schon mal sehr gut gefallen mit Captain Sharky und den fröhlichen Inselhüpfern. Ja, ja, beim nächsten Mal schauen wir natürlich, was diese Richtung uns noch bringt. Wir werden unser Hinterland natürlich jetzt hier befreien von dem Unrat, das da so ein bisschen rumhängt. Ich bin jetzt nicht in die Kratzerhöhle gegangen, weil ich es vergessen habe, dass ich in die Richtung wollte. Vielleicht gehe ich da auch nochmal kurz vorbei. Schatz lauert auch nochmal. Also wirklich viele Wege, viele Möglichkeiten. Ja, also ich danke jetzt erstmal dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr dem Video ein Like gibt. Und wer es noch nicht hat, den Kanal abonnieren. Geht natürlich fröhlich weiter mit Age of Wonders 4 und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!